Hallo liebe Zuschauer, willkommen beim Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, wir haben das letzte Mal hier die Umzäunung gemacht, die Tiere angemacht und jetzt sind alle Tiere so schön auf einem Haufen. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Die haben genug Platz und ja, wenn wir sie mal ein bisschen vergrößern wollen, können wir sie dann immer noch trennen. So. Mit den Fäden, mit den Seilen werde ich sie dann trennen. So, ein paar Sticks. Oh, schon 38 Levels. Jetzt holen wir das Zuckerrohr und das Leder und machen Bücherregale. So, Zuckerrohr ist hier. Und das Leder ist wahrscheinlich... Da ist ein bisschen Leder. Könnten verrottetes Fleisch zu Leder machen. Aber... Ja. Wir lassen das mal verrottet. So. Probieren wir es mal mit diesen. Ja, wir haben zu wenig Leder. So, oder? Dann schauen wir mal. 10 Bücherregal. Und wir haben 3, glaube ich. Zu wenig Holz. So. Hopp, 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 hopp. 13 könnte reichen, hä? Ich glaube 13, hä? 13 geht. Hm. 26. Ich will aber nicht mit 26 haben. Ich brauche noch Leder. Hä? So. Ja, ja. Holz. Gut. So. Eins haben wir noch. Hm. 28, ja toll. Haben wir noch 2, ja. Oder 3 eher. Eigentlich nur 1, aber wir machen jetzt genug Bücher. So. Wenn das jetzt nicht 30 ist, weiß ich auch nicht. Ja. Also Lapis Lazuli, du kommst jetzt auch zu mir. Bitte. So. Ja. Die Kisten können wir ja dann zum Zaubertisch machen. So. Haltbarkeit, sehr gut. Effizienz. 4 sogar. Krass. Dankeschön. Dann... Das nächste ist ein Schwert. Hä? Hm. So. Auch Haltbarkeit ist sehr wichtig. Bann und Rückstoß. Ja, Rückstoß ist jetzt nicht so gut. Bann ist leider auch nicht gut, weil keine Schärfe drauf kann. Aber es ist immerhin ein Schwert, das killen kann und aushält. Und krass ist. Krass. So viel Verzauberungen. Aber sowas von krass. So. Ja, ja. Gut.
Muss ich schauen. Ah ja, einen Cache machen. So, okay. Dann gehen wir ein bisschen Bienenwaben suchen. Also die kann man wahrscheinlich so abbauen. Ja. Eine Bienenkönigin kommt. Und ja. Dann erkunden wir noch die Gegend hier. Nach Bienen. So. Zuvor will ich aber das, was ich schon erkundet habe, nochmals kurz anschauen. Einfach ein bisschen hier herumlaufen, nicht dann noch Süden gehen. Ich wusste, dass irgendwo noch eine ist, aber wo war sie? Haben wir die nicht gesehen? Ja, die haben wir doch gesehen, als wir die Schafe zurückgebracht haben. Da sind auch noch Kühe. Das war nicht hier oben, oder? War das hier oben? Ne, es war hier unten. Ja, ja. So verwirrend. Da ist sogar noch ein Loch. Da ist ja schon das Ding. Die Portale. Das war da irgendwo hinter dem Kirschbaum. Ja, ja. Ich will die haben. Ich will sie haben. Diese blöden Bienenfarben. Sind zu schwer zu entdecken. Ja, okay. Nein, ich finde sie jetzt gerade nicht. Ich werde etwas Spannendes machen. Neue Gegenden entdecken. Da unten ist ein Pinienwart. Nein, das ist eine. Wie heißen die Bäume? Ja, Birken, aber nicht direkt. Sie heißen anders. Ja, ja. Fairy Slipper. Das sieht so schön aus. Auf. Das sind einfach Birken. Das ist Schwarzeichenwald. Also Bahn. Müssen wir mitnehmen. Die haben wir noch nicht und wir brauchen sie zum Bauen. Vor allem für die Barbaren. Ja. Wir haben schon sehr viele Setzlinge. Überraschend. Sonst sind die doch so selten. So. Gut. Ich finde gerade keine Waben. Das sind Bienen. Oh, da hat es die Yachata. Gehen wir so langsam zu den Jacarda-Bäumen. Das sind die Violetten im Hintergrund. Das sind wieder die Giftpflanzen, nehme ich mal weg. Oder Pilze sind das, glaube ich. Nehme ich die Jacarda mit. Weil sie einfach Jakarta heißt.
Lavendelfeld. Nein. Was ist das? Magic Forest. Mystic Grove. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Gartersetzling. Drop. Einen. Nehme ich noch einen zweiten mit. Aber unsere Axt ist kaputt gegangen. Ist weniger gut. So. Also, das ist ein Mistel. Nein, eine Königsorchide. Ah, magisches Laub. So, wir machen uns eine neue Axt. So. Dann schauen wir mal da so. Oh, blaues Holz. Oh ja. Oh ja. Das ist was für mich. Blaues Holz. Dann müssen wir aber noch ein Biom finden, das aussieht wie ein Kirschgarten von den Japanern. Dort gibt es rotes Holz. Flowered Oak Leaves. Die Oaks haben die Blüten. Die haben gar keine Blüten. Komisch. Da hat jemand nicht da einen Biologieunterricht aufgepasst. Die haben so, wie sagt man denn? So kleine, wie sagt ihr in Deutschland? Ich weiß es nicht. Einfach sowas. So, ja. Kann es jetzt nicht beschreiben. Aber es gibt zwei Arten. Es gibt die Hainbuche. Ah, dann ist es wahrscheinlich eine Hain. Nein, das ist jetzt sonst. Es gibt die Hainbuche und es gibt die glatte oder irgendwie so etwas. Das mit glatt oder so. Haben einfach so glattere Blätter. Und die haben dann diese Eckbuche, nein. Irgendwie so etwas. Ähnliches. Haben wir weniger hier. Oder haben wir die häufiger? Ich kenne sie einfach nicht. Na gut. Oh, was ist das? Bananen? Nein. Zitronen! Hä, das kenne ich gar nicht. Also, eigentlich kenne ich schon die Gerichte mit Zitronen, aber habe die noch nie gefunden. Ach komm schon, ey. So ein Mist. Jetzt muss ich warten, weil wir kein Knochenmehl haben. Gibt es keine Tiere, die Knochen fallen lassen? Ja, ein Schaf hat keine Knochen. Die lassen doch keine Knochen fallen. Das Wasser sieht auch komisch aus. Müssen wir auch mal abfüllen. Ich brauche eine Zitrone, weil Zitronenbäume einfach cool sind. Ich werde mir die... dann holen wir Knochen mehr. Werde hier markieren. Zitrone. So. Ja. Weil die wachsen... Vielleicht ein Reifestatus auf einem Tag oder so, sehr, sehr langsam. Je nachdem, was es für ein Baum ist, welche Früchte dran sind. So, da haben wir endlich mal wieder ein paar. Hallo, Süßer! Du bist hoffentlich kein Gauner. Kein, sag schon. Wie heißt dieser Raccoon von einem Spiel?
Oh je, das ist zu lange her. Sly, genau, Sly Raccoon. Ist gutes Diebstahl und ja, so wie Garrett, der Meisterdieb und so Sachen. So richtige Diebstahl-Games mit Scouting und Schleichen und alles mögliche. Auch kämpfen, ja. Oh, sind das gute Spiele gewesen. So, jetzt frage ich euch noch, hoffentlich werdet ihr das auch in die Tat einsetzen. Was soll ich in diesem Wald bauen? Ich möchte etwas Magisches bauen, aber eben ohne diese magischen Mods. Ich will sie nicht noch hinzufügen. Es haben viele Spieler schon gefragt, wann der Server endlich online kommt. Und ich sagte ihnen, ja, es fehlt dann noch an diesem Geld, weil, ja, ich hatte einen Bug, ich habe ja Wulfruss immer wieder abonniert, also subscribed bei Twitch. Und das kostete mir Unmengen an Geld, weil ich keinen Subscribe bekommen habe, aber mir das Geld abgezogen wurde. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen bankrott schon fast, weil ich alles ausgegeben habe, bis das endlich geklappt hat. Jetzt muss ich warten, bis der von der Gamescom wieder da ist, bis ich das Geld hoffentlich dann auch bekomme. Sonst ist er das größte Arschloch. Aber ja, man kennt ihn, ist nicht so nett. Trotzdem ist er eben ein sehr, sehr guter Let's Player. Einfach meine Lieblingsgames die ganze Zeit spielen muss. So ein Böser, da kann ich das nicht mal schauen. Doch klar. Koksnuss haben wir schon. Das ist eine Frechheit. Jetzt bin ich hierher geschoben. Na gut. Na gut. Na gut. Wisst ihr was? Da können wir doch gleich mal ein bisschen schippern. Gehen wir direkt nicht geradeaus nach Hause. Sondern gehen ein bisschen auf Entdeckungstour. Let's go. Ah, dieser schöne Wald, ich kann ihn nicht aus den Augen verlieren. Es ist einfach zu cool. Gehen wir bis diese Meter. Ja, ich sage jetzt diese Zahl nicht, sonst bin ich wirklich heiser. Dann habe ich Heiterkeit bis zum Geht nicht mehr. Ich rede ja schon zu viel. Oh, Marble Wood Forest. Ich glaube, es heißt Marble Wood. Aber das ist so cool. Marble können wir dann auch mal holen, wenn wir Platz haben. Ja. Ach, Mann, das ist die schönste Map, die ich je gesehen habe. Nicht nur hier, sondern auch das Eis und die Savannenzeugs, weil es dort so coole Biome gibt. Und da kommen dann so Bäume, so Berge. Ach, geil. Hier ist wieder ein anderes. Hier gibt es wieder ein Barbarenland. Es ist gut, dass die Barbaren ein bisschen weiter weg auseinander sind. Können wir verfeindete Clans machen. Aber auch eben Clans, die uns angreifen, sozusagen unser Baum und ja, halt einfach kriegerisch sind. Na, da werden wir schauen. Können wir eine gute Geschichte machen? Können wir alles gut machen? Und mich überrascht, dass es so erst so lange der Part ist. 18 Minuten. Machen wir noch 5 Minuten oder so, ja. 7 Minuten machen wir noch. Ich will die Parts für euch ein bisschen länger machen. Es ist für mich besser, ist für euch vielleicht besser. Und für die, die eben die Parts zu lange finden, ihr könnt die Parts immer wieder schauen. Schaut auch alte Parts von mir. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich muss sowieso
Ja, wir haben kein. Ja, wir haben aber Sachen, die wir nicht brauchen. Hopp. Tschüss, Boot. Auf Wiedersehen. Ich muss die mitnehmen. Es geht nicht anders. Ich liebe diese. Ja, Steichen setzen. Gut. Werfen wir es wieder raus. Was wollte ich noch rauswerfen? Ja, was war's denn da, die Erde? So. Ja, die sind wieder nicht reif, aber ich kann schauen, was es ist. Walnuss. Gut, hole ich mir dann auch. So. Das Boot ist gar nicht so weit weg. Hopp, auf die Boot. Das sind Eckzapfenzeugs da. Ein schönes Meer mit Korallenriff, mit diesen Kelps. Kelps sind irgendwie so, keine Ahnung, Schlingpflanzen. Keine Ahnung, was Kelp heißt. Hab's aber schon mal gehört von einem anderen Game. Der Bär will ein bisschen schwimmen im Meer. Auch gut. Ich bin nicht dort drüben gewesen. Minecraft, kannst du das nicht verstehen? Lernst du das nicht? Hi. Ich war doch nicht da. Das war jemand anders. Das war mein Geist. Und jetzt hör auf so zu knurren. Blöder Bär. Sonst mache ich dich zu einem Teddybär in Lebensgröße. Dann kuschel ich mit deinem Fell. Ha. Ich kann schon böse sein. Dabei bin ich der netteste Mensch zu den Tieren. In Spielen bin habe ich keine Gnade. Da sind blöde Polygone, die nicht real sind. Ja. Ach, ist das schön hier, wunderschön. Ach, ich liebe das. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ja, also kämen wir wieder zurück. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Schauen. Und vergesst nicht, jeden Tag zwei Parts und andere Let's Plays noch. Ja. Ich bin wieder zurück. Es macht mir so viel Spaß wie noch nie. Ja, da komme ich gar nicht zurück. Jo, also bin ich hier. Gehe dann zu diesem Baum, dann zum Baum dort hinten und hole mir die Früchte. Und dann, ja, gehe ich wieder zurück. Aber ich muss sowieso zuerst zurück. Ja, könnte die zwei holen, ne? Ja, aber dann habe ich keinen Knochen mehr, muss warten. Nein, ich gehe zuerst zurück. Also, tschüss, danke schön fürs Schauen.